Willkommen zu einem neuen Video. Heute unterwegs zu viert. Wir haben eine Einladung gekriegt vom lieben Bayerisch Sondler. Ja, ich kann es mal Zweiter Weltkriegswald nennen. Haben wir schon einige coole Dinge gefunden. Und wir haben hier auch schon das erste Signal. Ja, die Dinger liegen auch ganz viel rum. Ein Stück von der Patrone hinten. Also Leo ist heute dabei, mein Vater ist dabei und Maxi ist dabei, Bayerisch Sondler. Und ja, sehen wir uns für den ersten geilen Fund gemacht. Ja, ich habe gerade mein erstes Signal gefilmt. Ein MP40 Magazin, unten leider abgebrochen. Oben sieht man, war der Patroneneinlass. Schöner Fund. Also, hier geht was. Gerade in dem Loch, bei Netzscheide, ich habe es leider kaputt gemacht. Das habe ich hier. Ein riesiges Eisensignal, und wenn das mal nicht das Bajonett ist, ich bin jetzt vorsichtig, also ich probiere es zumindest vorsichtig zu sein. Ja, hier bin ich schon dran. Ja, also es ist was Größeres auf jeden Fall. Ich bin ganz vorsichtig. Noch eine, ist noch eine Scheide. Ich bin ganz vorsichtig diesmal. Die will ich nicht kaputt machen. Das ist eh schon draußen. Das ist vom Dolch. Ich hab die gleiche daheim flache. Das ist vom Dolch. Ich hab die gleiche auch daheim. Dolchscheide. Ich hab den gleichen Teil schon gefunden. Glückwunsch. Danke, das ist vom Dolch. Okay, ich melde mich, falls noch was kommt. Also ich hoffe, es ist Eis. Film deins mal mit. Pass auf. Ich bin vorsichtig. Das ist 100% Eis. Mit Scheide. Ja, hier ist der Ring. Ja. Boah, geil. Ich hoffe auch mit Leder. Mach's vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig. Ja, Mann. Erster Weltkrieg. Ich muss raus. Alter. Und jetzt kommen die Koppelschlösser daneben auch noch. Ist das geil oder ist das geil? Das ist ein anderes, das ist K98. Das ist K98, ja. K98. Schau mal, wie das vorne schon wegschimmelt. Nee, das geht noch. Ih, das schimmelt. Was hast du da gefunden? Nee, drittes. Okay, ich muss auch weiter suchen. Also. Ups. Das hab ich jetzt auf Kamera, gell? Jawohl. Jetzt liegt einer. Ja, liegt nach, komm. Das ist der Fund raus. Gasmaskenauge. Ich leg's mir hier zur Seite. Er liegt noch mehr auf jeden Fall. Mal gucken. Hier ist sogar noch Stoff dabei. Ja, ist noch alles voll. Piept's überall. Freunde, so kann ein Wald aussehen. Also, das heißt, so kann ein Wald aussehen. So kann ein erfolgreicher Tag aussehen. Da kommt das nächste Auge. Willst du es rausholen? Da liegt das nächste Auge. Hier liegt das nächste Auge, Freunde. Gas, also, es müsste ja eigentlich noch der Schnüffi liegen. Eigentlich. Okay. Gut. Einmal zwei Gasmaskenaugen. Ohne Schnüffi. Falls er doch noch drin ist, melde ich mich. Das nächste große Signal. Leo ist jetzt live dabei. Ihr natürlich auch. Ja, es ist groß. Oh mein Gott. Okay, es ist bis jetzt 10 Minuten die Scheide. Ich hab noch mal was. Es gibt's nicht. Ja, hier ist die Scheide. Also die Scheide ist es schon mal. Ich sag,
sag's so, die Scheide, das ist zu locker. Jawohl. Geil, aber meine erste komplette. Maxi! Scheide! Ja. Schön, Freunde. Richtig toll, da freue ich mich. Nichts mehr im Loch. Meine erste komplette. So, hier, ich habe gerade Kamera ausgemacht, jetzt muss ich sie wieder einschalten. Hier liegt die nächste Sache. Ich sehe es noch nicht. So, unten ist es. Koppelschloss, Koppelschloss. Jawohl. So kann's laufen, Freunde. Ja, geiler Zustand. Guckt euch das an, Freunde. Mach ein Foto. Ey, Mann, er kennt sogar noch alles. Ich mach schon ein Foto, Freunde. Mach von der Seite. Warte, ich mach erstmal so. Also, Freunde, es tut mir jetzt... Ich mach von der Seite mal. Mach du. Es tut mir jetzt leid wegen Wind und so. Leo, komm mal her. Komm. Guck mal. Danke. Guck mal hier, mach mal hier durch. Du hast die Wurzel durchgewachsen. Leo hat auch ein großes Signal. Wir gehen gleich zu Leo. Wir lassen das jetzt mal ganz kurz hier drin. Wir gehen jetzt gleich mal zu Leo. Was der uns jetzt hier ausgibt, wäre dann... Wir haben ein Koppelschloss. Scheiße. Das liegt noch drin, gell? Was hast du? Was? Echt? Schnüffi. Schnüffelstück. Geil. Das sagt aus, es muss wieder ein Koppelschloss sein eigentlich. Das ist das Koppelschloss. Ich glaube auch nicht. Viel zu großes Koppel. Sei vorsichtig, Digga. Ach ja, alles gut. Wo ist es? Hä? Unten, weiter unten. Ah, hier. Ja. Ah, okay. Gut. Wir gehen jetzt mal ganz kurz mal zu meinem Fund. Hä? Also, Freunde. Da ist es drin. Ja, ich hol's jetzt gleich mal vorsichtig raus. Die Wurzel ist durchgewachsen. Komm her, Leo. Guck mal den Zustand an. Guck mal, du siehst Adler, Hakenkreuz, Gott mit uns, alles. Ja, geil. Geiler Zustand, Freunde. So, kann doch so weitergehen, Freunde. Bis zum nächsten Fund. Geil! Gleiche Loch von gerade. Und hier ist jetzt noch von der Scheide wahrscheinlich gerade der Koppelschuh rausgekommen. Richtig geil. Okay, ich schaue gleich nochmal live mit euch drüber jetzt. Oh, geh mal weg, Maxi. Ja, da könnte noch was liegen, Freunde. Gut, falls noch was ist, melde ich mich. Bis zum nächsten Fund. Jawohl. Gerufen. Natürlich gehen wir da mal schnell hin hier. Was hast du? Der oh! Riemen. Geil. Ich liebe Gasmasken, Freunde, ihr wisst das. Ist das nicht ein geiler Tag? Man kann es oft nicht oft genug sagen. Ah, jawohl. Oh, Alter, ist das gut. Ja, schön. Stick nacheinander. Schön für dich. Und ich freue mich natürlich mit. Max hat bis jetzt leider noch gar nichts. Und dein Vater hat... Ja, mein Vater hat schon ein bisschen was. Ich gehe mal hier hin. Hier ist wieder so ein Abteil. Leo? So, nächstes Signal. 4, 5. Ich weiß, ihr kennt das. Oh. Bolzen. Ja, Freunde, sowas darf man leider nicht mitnehmen. Ich werde es dem Jäger, also Maxi kennt den Förster oder denjenigen, der hier wohnt. Also wir sind ja auch mit Genehmigung.
kannst du bitte ein bisschen weiter weg? Ich mache hier gerade auf. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ich habe gerade Leo gestört. Packe ich ein, wird nicht mitgenommen, ist ein Teil von einer Waffe, müsst ihr auch immer dran denken. Ja, ist leider so, ist ein schöner Fund, habe ich noch nie gefunden. Gut, stecke ich erstmal ein und wir sehen uns beim nächsten Fund. 92er Signal, kann man auch mal auf 96 oben. Also, wenn das jetzt nochmal was wird, dann flippe ich echt aus. Ja, ist halt der Boden so. So, mal doch schon tiefer. Hier. Ah, es ist eine Gasmaskenschnalle. Hätte ich jetzt mit was Besserem gerechnet, aber nehme ich natürlich mit. Ah ne, bei dir ist hinten, bei dir ist der Nugget. Oh Leute, guckt euch das an. Das ist noch ein Gewehr. Wird natürlich nicht mitgenommen. Aber trotzdem, ist ein schöner Fund. Wie gesagt, es tut mir leid wegen dem Wind. Ja, Maxi. Okay. Oh, also die Teile davon. Also hier ist nichts mehr scharf dran. Genau. Absolute Fundeskalation, Freunde. Dankeschön. Also, Freunde. Damit würde ich sagen, ist das der Abschluss vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Freunde, es war ein Hammertag. Ich kann mich nicht beschweren. Der Schnüffi, den hat mein Vater noch gefunden. Der wird auch mitgenommen, sauber gemacht. Das ist der Koppelschuh zu der Scheide hier. Ja, das nehme ich mal an, das ist von irgendeinem Dolch oder so. Wegen dem Ding hier oben. Ich kenne mich da aber nicht zu sehr aus. So, Gasmaskenaugen, die eine Scheide, das Bajonett. Und dann mein persönliches Highlight, ich sage hier mit persönliches Highlight, ist natürlich das Koppelschloss. Mein zweites Koppelschloss jetzt. Gasmaskenkanisterdeckel. Okay, Leo sagt gerade, er hat einen Gasmaskenkanisterdeckel. Ohne Augen. Sauber. Oh. Also wie gesagt, mein persönliches Highlight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Also ihr seht, das kam alles zusammen. Und natürlich die Gasmaskenschnalle noch. Und ich würde sagen, damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und tschüss.